Okay, warte, wir gehen da jetzt nochmal ein bisschen mit Köpfchen hier ran an dieses komische Rätsel. Wir haben hier diesen komischen... Oh, aua. Wir haben hier dieses komische Ding. Das sieht genauso aus wie in dem Dungeon. Wir haben hier einen Tipp, der sagt uns 372 und ist an so einer Kette dran. Vielleicht kannst du das noch nicht machen. 372, also ich raff's nicht. Und ihr anscheinend auch nicht. Dann müssen wir das erstmal nach hinten stellen und machen irgendwas anderes. Aber ja, wir haben richtig viel Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komischer Schleim. Ihr könnt mir gerne wieder sagen, welche Insel wir als nächstes uns holen sollen. Wir hätten zur Auswahl 3360, 1920, 3040, 1800, 1710, 1770, 244, nee, 0, also 2400, 3800 oder irgendwas anderes, 2800, 2050, 1950. Und ob ihr wirklich richtig liegt, seht ihr, wenn ich die Insel kaufe. Ui. Aber so viele Inseln scheint es gar nicht zu geben in diesem Spiel. Also es scheint ja auf jeden Fall eine Begrenzung zu geben an der Seite. Vielleicht muss man da irgendwas mit Magie machen, das kann sein. Ich meine, es gibt ja auch noch so einen Reiter hier unter Bauen, Magie. Da habe ich halt noch wirklich gar nichts gemacht. Dann braucht man das für irgendwas? Okay, ihr habt gesagt, ich soll das Land neben der Horrorinsel kaufen. Also das hier hinten, wie viel auch immer das kostet. Okay. Bin gespannt. Es gibt noch einen Dungeon, vielleicht musst du den zuerst machen. Kann auch sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Insel hier geholt. Boah, ist hier viel Stuff. So, hallo komischer Dungeon, ich bin sehr gespannt. Schädellabyrinth. Oh nein, ein komischer Labyrinth, hallo. Okay, man kann hier Feuer anmachen, brauchen wir nicht, weil wir sowieso dieses Feuerding, diese Kerze hinter uns haben. Ach, Labyrinthe, die mag ich schon in Isaac nicht, wenn man Curse of the Labyrinth hat. Ich raff dann immer nicht, wo ich bin. Brenn, brenn, brennt alle. Ich weiß nicht mal, ob Knochen überhaupt brennen können, ich glaube nicht. Die zerbröseln dann einfach nur. Da ist eine Kiste! Da will ich hin! Ah, wir können das so wie Hänsel und Gretel hier machen. Immer wo wir lang gegangen sind, machen wir einfach eine Kerze an und dann wissen wir schon, dass wir da waren. Richtig schlau, Leute. Warte, warte, warte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, habe ich nicht. Schade. Okay, da war Geld drin. Komisches Labyrinth. Schlagfackeln? Da passiert nichts. Okay. Vielleicht geben die ab und zu mal was, wenn man sie schlägt. Da ist noch eine Truhe. Bisher machen die Fackeln auf jeden Fall noch nichts, wenn ich sie schlage. Auch von mir aus, dann schlage ich die ab jetzt. Die sind aus? Die aus sind, ja. Damit sie angehen. Habe ich mir schon gedacht. Und links war noch eine Kiste. Da ist irgendein Altar. Also ich hoffe so ein bisschen auf einen kleinen Miniboss hier irgendwie. Das wird Töfte. Oh Gott, okay, hier wird's sehr eng irgendwie. Da ist noch eine Kiste, bisschen Geld zumindest. Ach du Kacke, ey, hier geht's ja überall noch lang. Ein Glück habe ich Fisch mitgenommen. Ich find's voll heftig, dass wir die alle one-hitten. Da ist eine Fee, die wir aber nicht einsammeln können. Also wir können sie... nehmen, dann wird die irgendwas machen, aber eigentlich müssten wir die fangen. Wir haben leider keine Flaschen dabei. Ah, das ist lame. Kann man hier drinnen bauen? Nee. Okay, man kann hier nicht drinnen bauen. Sonst hätte ich mir jetzt schnell einen Amboss gecraftet. Dann müssen wir hier später auf jeden Fall... Ich komme da sowieso nicht rein. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal später irgendwann hier hin, um die Feder mitzunehmen. Da brauche ich nämlich auch noch 5 Stück von. Aber der Dungeon hier ist irgendwie viel zu einfach. Oh, ein kleiner Miniboss. Au, nein, nein, oh, bitte töte mich nicht. Nein, bitte. Essen. Ich brauche Essen, danke. Das ist so heftig, dass er 2 Leben abzieht. So, brenne und verbrenne vor allem. Blödkopf. Dann gibt er eigentlich mal was. Wo war denn jetzt dieser Altar? Ich hab schon wieder vergessen, wo der war. Ich habe irgendwie gerade so ein Dark Souls-Gefühl. Obwohl ich das gar nicht haben muss, weil dieser Dungeon ja ultra einfach ist. Da ist eine große... Nein, ich habe keinen Schlüssel. Oh, ist egal. Ein Nekrostab. Beschwöre Skelette. Den muss man wahrscheinlich
bauen? Nee. Hä? Guck mal, hier unten ist er. Aber dafür braucht man wahrscheinlich Magie. Weil unten in der Leiste ist das leider nicht drin. Okay, wir haben einen Nekrostab bekommen. Hier ist eine Fee, aber wenn ich sie so mitnehme, bringt das nicht so viel. Deswegen lasse ich sie erstmal da und gehe später nochmal hier hin. Weil gefangen bringt die, glaube ich, mehr als so, wie sie jetzt ist. Ich will aber zu diesem komischen Altar. Wir hatten doch einmal diesen Altar gesehen. Oha. Das ist schon ein bisschen mehr Dark Souls hier. Muss man zumindest ein bisschen ausweichen. So. Hier waren wir noch nicht. Wegfinder! Yay! Schädelsiegel! Nur für jene, die das Schädellabyrinth abschließen. Und noch so eine coole blaue Bewährungsdingsbums. Nein, ich will noch nicht raus! Nein, lass mich sofort wieder rein! Oh nein! Da war doch noch dieser komische Altar. Okay, warte, wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Hier ist jetzt so ein abgeschlossenes Ding. Aber ich bin froh, dass man zumindest nochmal reingehen kann, wenn man will. Aber was wir machen werden, wir werden uns eine Flasche craften. Wo ist unser Glas hin? Was haben wir denn mit unserem Glas gemacht? Wir werden uns eine Flasche craften, da nochmal reingehen, werden uns auf jeden Fall diese eine Fee nochmal holen. Und diesen Altar hätte ich auch gerne nochmal. Aber das war ein langweiliger Dungeon irgendwie. Ich will mehr Action haben. Wir haben halt immer noch viel Geld. Wir kaufen gleich nochmal eine andere Insel. So. Baumsetzlinge, zwei Stück. Und sobald die fertig sind, dann haben wir auch die Quest, glaube ich, beim Druiden abgeschlossen. Ach, guck mal, ein so ein Setzling bringt gleich vier Setzlinge. Deswegen haben wir so viele. Ich habe mich schon gewundert. So, was wollte ich machen? Wofür brauchte ich hier irgendwas? Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall holen wir uns eine Flasche. Dafür brauchen wir Fäden. Flasche. Und dann wollte ich machen, keine Ahnung. Fünf Leder wären auch noch ganz schön. Was wollte ich denn gerade machen? Ich bin so vergesslich. Wir können auf jeden Fall diesen komischen Stein hier nochmal einsetzen. Für, keine Ahnung, noch mehr Leben? Ja, komm. Mehr Leben sind immer schön. So, Fäden sind fertig. Leder können wir herstellen. Ja, stimmt. Wir können auch mal gucken nach neuem Land. Wir können hier und da. Neben der Wüste, neben diesen komischen Wüsten, den können wir uns Sachen holen. Wir holen mal die hier. Okay, neuer NPC. Ist das meine Freundin? Haben wir Droiden? Ja, den Droiden können wir abgeben. Was gibst du uns? Oh, vielen lieben Dank. Oh, du hast den Wald von den Typen mit dem Spitzhacken gerettet. Ja. Zwei Trüchen. Okay, ganz nett. Was hast du sonst? Hallo, Freund. Oh, ich habe eine letzte Quest für dich. Es geht um ein Dino-Ei. Es gibt Dinos in diesem Spiel? Mit diesem Ei kann ich die Kreaturen großziehen und beschützen. Dino-Freunde sind die besten Freunde, das stimmt. Ich habe noch nie ein Dino gesehen. Aber gut, wenn er sagt, er will ein Dino-Ei, dann kriegt er ein Dino-Ei. Ei liegt doch bei ihm. Nein, sagt er nur, also das ist über ihm. Das zeigt nur an, was er haben will. Das ist nicht zum Einsammeln. Damit man zu jeder Zeit weiß, was er von einem will. Dachte ich aber auch am Anfang. Das liegt ja neben ihm. Hier, das goldene Ei liegt ja auch neben dem anderen. Ist ja easy. So, Leder haben wir. Dann können wir hier die schleimige Foliant bauen. Wir haben eine Flasche. Das heißt, wir können nochmal in den Dungeon rein. Oder aber wir gucken jetzt erstmal unseren Skill an. Und zwar... Ja, Leute, was sollen wir holen? Mineralvorkommen fände ich ganz cool. So ein Steinbruch. Oder aber... Das finde ich nicht so geil. Automatisierung! Schaltet Bergbaulaser frei. Hergestellte Items sammeln sich selbst ein. Laser klingt immer gut. Nimm ich, mir egal, was ihr sagt. Ich nehme den Bergbaulaser. Klonk. Bergbaulaser. Jetzt bin ich gespannt. Macht einfach alles kaputt? Hier ist doch so ein Bergbauding. Hä? Der macht ja gar nichts. Was macht denn der Laser jetzt? Sammelt der die Ziegel automatisch ein oder was macht der? Ah ja. Der sammelt das einfach nur alles automatisch ein. Oh, ich dachte, der macht das auch automatisch kaputt. Das wäre witzig. Okay, dann war das glaube ich nicht so gut, dass wir das geupdatet haben. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz in den Dungeon und holen uns die eine Fee und auch den einen Altar. Den Laser musst du bauen. Aber der hat doch gerade auch schon Sachen eingesammelt. War er bauen? Mal kurz gucken. Industrie. Bergbaulaser tatsächlich. Zwei Stahl. IP-Erhalt um 30% erhöht. Sehr nett. Ach, dafür sind diese Bücher da. Zwei Stahl. Können wir denn zwei Stahl herstellen? So ein Laser fände ich schon interessant. Wir gehen gleich in den Dungeon. Ich will nur ganz kurz den Laser bauen. Muss der dann neben
neben diesen Bergbaudingern hier sein? Also lohnt sich das mehr, wenn er neben diesen Stein hier ist, dass ich dir den auf dieser Insel hier platziere, weil hier richtig viel Stein ist? Oder ist das egal? Farmt einfach jede Insel ab. Der macht alles weg. Oh, das ist ja geil. Da kann man den irgendwo hinpacken. Dann ist er wirklich OP. So, einmal den Stahl hier und dann sollten wir genug dafür haben, oder? Industrie. Ja. Nur 8 Ziegel für so einen blöden Bergbaulaser? Komm, gib her. Danke. Ich setze ihn trotzdem mal auf diese komische Insel hier. So, wie groß ist denn der Laser? Der ist ja super klein. Da. Los, arbeite. Pow. Pow. Los, schieß weiter. Oh, der braucht aber lange, um das abzubauen. Der ist ja richtig schwach. Hä, hey, und der schießt vor allem voll random. Ja, lol. Na gut, aber der arbeitet jetzt. Okay, das ist auch schon mal schön. 5x5, glaube ich. Ach, also doch nur um sich rum, ja? Na gut, so, dann erstmal hier rein. So, der komische Altar war hier irgendwo links oben, wenn ich mich recht erinnere. Mal gucken, ob wir den nochmal finden. Guck mal hier. Hä, gleich am Anfang ist hier einfach noch eine Kiste, die ich mitgenommen habe. Hier, Gigi. So langsam brauchen wir auch mal wieder mehr Fisch. Voll kannibalisch. Wir sind selber ein Fisch und essen die ganze Zeit Fisch. Im Kino Avengers? Nee, ich bin nicht so der Marvel-Fan, muss ich sagen. Ich finde die Marvel... Da ist der. Ich finde die Avengers-Filme nicht so geil. Da war auf jeden Fall noch die Fee. Okay, das Labyrinth ist auf jeden Fall gleich aufgebaut. Altar böse. Ich will ja trotzdem hin. Wenn da ein Boss rauskommt, dann bin ich sehr zufrieden. So, die Frage, wie man da überhaupt hinkommt. Hier haben wir noch eine Fee. Nein, ich wollte die Fee gar nicht mitnehmen. Ich wollte die Kiste aufmachen. Da unten müssen wir irgendwie hin. Wie kommt man denn da hin? Da ist noch eine Fee. Hier sind übelst viele Feen in diesem Labyrinth. Komische Gegner. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Die Fee können wir auf jeden Fall mitnehmen. Klink. Jetzt haben wir eine Fee dabei. Das ist aber schön. Ist hier der Altar? Da ist der Altar. Ich habe ihn gefunden. Nice. So. Den komischen Toten Cloud Strife haben wir ja auch kaputt gemacht. Danke fürs Abo, The Wookie. Und hallo, The Wookie. Und wir gucken einmal, was der Altar macht. Habgier Untergang. Oh, ein Segen in Anführungszeichen. Habgier, verliere ein Max LP. Erhalte ein paar Münzen. Ein paar Münzen und Juwelen, das lohnt ja gar nicht. Verliere ein Max LP Untergang. Erhalte ein paar dämonische Magieschriftrollen. Das klingt interessant. Dämonische Magieschriftrollen. Aber ein ganzes Leben dafür opfern. Lol, ich muss jetzt auch eins mitnehmen. Ich kann nicht abbrechen. Oh nö. Ich kann wirklich nicht abbrechen. Shit, okay, ja Leute, was soll ich mitnehmen? Münzen und Juwelen ist halt mega lame. Ich glaube, die Magieschriftrollen sind besser. Oh, was soll ich mitnehmen? Ich bin mehr für Untergang tatsächlich. Außer man kriegt halt richtig viele Münzen bei dieser Habgier. Paar dämonische Magieschriftrollen. Die nehmen halt auch wieder Platz weg, ne? Im Inventar. Rechts nehmen. Na gut, wenn du das sagst. Aua. Aber ich habe gar kein Leben. Warte, hatten wir schon 5 Leben? Ach ja, doch, hatten wir. Kann man den nochmal... Man kann den so oft nutzen, wie man will. Siehst du, Alter, böse. Ja, der ist blöd. Hast recht. Ich wollte ihn aber zumindest mal angeguckt haben. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Wir haben 15 Schriftrolle des Dämons. Wovon jede 800 wert ist, oder was? Ist zumindest einiges wert. Aber was sie macht, keine Ahnung. Ich könnte sie jetzt einsetzen, dann passiert irgendwas, aber ich weiß halt auch nicht was. Das heißt, hier gibt es keinen Endboss oder was? In diesem Dungeon. Ich dachte jetzt... Ich dachte, wir spawnen da jetzt irgendwas Cooles. Irgendeinen tollen... Ups. Ah! Einfach mal ins Inventar gehen, während man hier kämpft. Ich dachte, hier spawnt jetzt irgendein cooler Endboss und wir könnten richtig toll kämpfen. Kann man öfters benutzen. Ja, nee, dann mag ich den nicht. Dann müssen wir einfach wieder rauskommen. Scheiß Teil. Blöder Altar. Klaut er mir einfach mein Leben. Für irgendwas, was ich nicht verstehe. Moment, ist das hier ein Geheimraum? Guck mal, da ist die Wand so ein bisschen komisch. Gibt es später noch Bomben und so, dass man da vielleicht reingehen kann? Das ist hier aber... Hallo? Ich will da gerne rein. Mit Magie kommt man da bestimmt rein oder so. Ja, da ist irgendwas Schwarzes. Unsere Lampe verschwindet halt auch hinter. Oh, ich brauche eine Bombe. Wo kriegt man eine Bombe her? Da ist noch eine Kiste. Oh, die hätte ich auch noch gerne. Geben Sie mir diese Kiste. Merci beaucoup.
Arigato gozaimasu. Gracias. Finde ich ein bisschen blöd, dass man sich hier nicht einfach rausteleporten kann. Wie bei Pokémon mit so einem komischen Seil oder so. Hier war Ausgang. Nein, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Oh, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Ist das denn dein Ernst? Ist doch der Ausgang. Ja, danke. Oh mein Gott. So, schön. Dann, was wollten wir jetzt machen? Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, was ich hier machen will. Hab gerade kein Ziel. Außer Sachen sammeln. So, das ist fertig. Pepperoni brauchen wir, glaube ich, auch gerade nicht mehr. Können wir die Dinger hier abgeben. Brot kann ich noch nicht backen. Hier können wir auf jeden Fall die Fee-Eimer abgeben. Zack, eine Fee abgegeben. Nice. Gebäude, hier können wir vielleicht Sachen abgeben. Hier, wir haben richtig viele von den Stuff und wir haben zumindest zwei Glas, aber die will ich nicht abgeben. Die wollen auch richtig viel Stahl und so einen Kack haben. Oh mein Gott. Na gut, dann würde ich aber sagen, wo wir diesen Dungeon jetzt abgeschlossen haben. Moment, ich gucke noch kurz. Wir haben hier noch eine neue Insel gehabt, ne? Die gucken wir uns noch ganz kurz an. Schöne Brücke rüberbauen. Kack hier mitnehmen. Und hallo Prinzessin. Schön dich kennenzulernen, Freund. Ich heiße Anna Banana. Sehr schöner Name. In der Wüste ist es schwierig, Prinzessin zu sein. Ja, ja, hier wachsen keine Blumen. Eine blumenlose Prinzessin. Oh mein Gott. Das ist einfach schrecklich. Kannst du mir helfen? Die will einfach nur Blumen haben. 40 Blumen nur? Das ist ja ultra easy. Kriegst du, Madame. Du. Ah, wir haben jetzt sogar Stahl dabei. Das heißt, wir können so ein Ding hier bauen. So ein Bergbauteil. Das packen wir auf ihre Insel. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, kleine Prinzessin. Diese Laser sind irgendwie cool. Die kann man locker später auch noch schneller machen. Die wollte Blumen. Das kriegen wir noch kurz hin. Ein Glück haben wir hier eine richtig schöne Blumenwiese. Sie wollte. Wie viele haben? 40, ne? 40 Blümchen. Das kriegen wir doch locker easy hin. Ein paar Blümchenfarmen für die Prinzessin, wenn es weiter nichts ist. Noch was Nettes zu sagen für mich? Hallo, hallo. Kleine Rüben, ich beschütze euch. Warte, what? Hier, beschützt. Jetzt müsst ihr mir aber auch was Nettes sagen, wo ich euch gerade beschützt habe. Hallo, du bist toll und wir lieben dich, ja? Das ist immer noch meine Lieblingsinsel. So, Blümchen. Wie viele haben wir? 32. Jetzt sind leider die ganzen Blümchen weg. Ich brauche 40 Blümchen. Nice. Okay, das geben wir dann noch kurz ab und dann habe ich Hunger. Heißt, ich werde gleich den Stream beenden. Und ich esse nur wie. Vielleicht zunächst später noch oder irgendwann. Die Laser sind voll cool. Aber erstmal 40 Blumen. Für die Prinzessin hier 40 Blumen. Oh, die sind so schön. Vielen Dank. Bitte, bitte. Hoffentlich magst du Tiere. Hiermit findest du mehr. Anas Freude. Okay. Danke für deine Freude. Oder Freunde. Stand da Freude oder Freunde? Die Freude tatsächlich. Dann spawnen die wahrscheinlich mehr, ne? Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich kann dir etwas basteln, mit dem dich Tiere für immer lieben werden. Klingt interessant. Bring mir die Materialien, dann bekommst du es. Zwei Königsdinger. Okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem Stream. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, Leute. An alle, die dabei waren. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Wenn ihr kein Stream mehr verpassen wollt, dann auch abonnieren und was weiß ich, liken, wenn euch das Stream gefallen hat. Und jetzt kommen noch richtig coole Credits, Leute. Hier, warte, ich hoffe, das funktioniert. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.